So, wir machen uns einen eigenen Schokopudding, der gar keinen Schoko hat. Das ist ein Kakaopudding. Wir hatten ja Eigelb, Milch. Wie gesagt, die Mengen stehen im Rezept. Das schön, 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 schön verquirlen. Zucker dazu, wie gesagt, die Mengen stehen im Rezept. Dann den Kakao dazu. Und ein gehäufter Esslöffel Maisstärke, eine Prise Salz, alles miteinander vermischen. Es war richtig schön klumpenfrei, da dürfen natürlich keine Klumpen sein. Also die ganze Maisstärke sollte schön, also das muss schon ordentlich alles verquirlt sein. Und das ist der Pudding. Dann kommt das in einen höheren Topf. Und jetzt muss man aufpassen, sobald das anfängt zu köcheln, muss die Hitze stark reduziert werden. Und immer rühren, rühren, rühren. Und später, wenn der Pudding anfängt, also ne, weil die Stärke dann die Bindung aufnimmt und so weiter, anfängt dicker zu werden, dann muss ich eigentlich einen Silikonspatel nehmen und auch an den Rändern immer alles abschaben. Sonst, will nicht sagen, dass das anbrennt, aber da bildet sich dann eine verkrustete Schicht, die dann nicht mehr in der Puddingmasse aufgeht. Also mit dem Pürierstab kommt man nachher nicht weiter, weil man da nicht so richtig in die Ecken kommt. Da muss ich dann mit einem Spatel weitermachen. Das werden wir gleich sehen. Also in dem Moment, wo die Masse so richtig Bindung annimmt, dann muss man zum Spatel wechseln. So, der ganze Kochvorgang, das sind schon so 10, 12 Minuten. Man merkt es einfach, wenn die Konsistenz die richtige ist, und der Pudding sozusagen fertig gekocht ist. So, jetzt fängt das an zu dick zu werden und jetzt gehe ich über zum Spatel. Immer schön an den Rändern innen alles aufnehmen und immer wieder vermengen, damit es da keine verkrusteten Ränder gibt und der ganze Geschmack und der ganze Pudding in der Masse bleibt. So, und das war's, dann ist das fertig. Dann kommt am Schluss noch ein bisschen echter Vanillenextrakt rein. Das ist kein künstliches Aroma, sondern aus echter Vanille und das war's. Und dann zwei Schälchen. Das ist jetzt auch für zwei Personen die Mengen, die im Rezept stehen. Und damit sich, weil ich da nachher noch was drauf mache, das ist jetzt nicht Teil des Rezepts, weil es hier nur um den Pudding geht, habe ich noch Klarsichtfolie drauf gemacht, bevor ich es in den Kühlschrank gestellt habe, weil das verhindert, dass sich eine Haut bildet. So, und so wie es da jetzt ist, kommt das in den Kühlschrank und dann habt ihr einen eigenen Schokopudding gemacht.